Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pirates. Wir sind seit der letzten Episode immer noch hier in dem kleinen Dorf Puerto Cabello. Fantastisch das. Wir hatten zuletzt, meine ich, die Schenke aufgesucht und hatten hier so ziemlich alles erledigt. Wenn wir jetzt mal... Wow, okay, das war jetzt nicht geplant. Ich wollte eigentlich die Karte aufrufen, aber das ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch drei Ortschaften hier ein bisschen anzugucken. Trinidad, würde ich sagen, lassen wir aus. Die drei gucken wir uns noch an und dann segeln wir mal hier hoch. Da haben wir jede Menge Franzosen und Holländer und die können wir alle auseinandernehmen. Ich möchte, wenn es geht, ein schönes Kriegsschiff haben. Und dann machen wir uns auf die Socken hier mal unsere Schwester zu befreien. Das wäre, denke ich, mal der erste Schritt. So, ihr fahrt nach Puerto Cabello? Nee, Caracas. Genau, und Caracas ist unsere nächste Station. Mach mal ein bisschen Platz hier, Digga. Wohlhabende spanische Hauptstadt. Yay, da werden wir ein bisschen was kriegen. Ich muss noch kurz mein schlaues Buch rauskramen. Damit ich natürlich später noch weiß, was es wo gibt. Da wären wir. Okay, schauen wir mal zuerst beim Händler vorbei. Ausgezeichnete Preise für Gewürze. Das ist ja super. Die Spanier mögen es scharf, so wie es scheint. Caracas. Guti. Das wäre erledigt. Die restlichen Preise, auch wenn die Zuckerpreise in Ordnung sind, Rest können wir eigentlich ignorieren. Gewürzpreise sind hervorragend. Wir haben noch ein bisschen Nahrung übrig. Da müssen wir nicht sofort einkaufen. Was macht denn der Schiffsbauer für uns? Eisensparren. Das ist fantastisch. Ihr seht hier, wir halten dadurch mehr aus in Gefechten. Das ist fantastisch. Eisenbeschläge Caracas habe ich sogar schon notiert. Das heißt, das haben wir in einer Schenke erfahren. Ja gut, dann suchen wir auch hier mal die Schenke auf. Welche Infos wir hier kriegen? Der Schiffbauer in Puerto Cabello kann euer Schiff mit feinkörnigem Pulver ausrüsten. Wenn ihr wollt, euer Schiff wird weiter feuern. Puerto Cabello, Pulver. Das habe ich schon aufgeschrieben. Danke für die Info, Glatze. Locke. Nordstern, es wird euch vielleicht interessieren, dass das Schiff von Stede Bonnet. Ich wollte mal nachgucken, wie der heißt. Wie man das ausspricht. Von Typ da. Der Nummer 5 unter den berüchtigsten Piraten mit Dreierhängematten ausgerüstet wurde. Natürlich, denn dadurch hat er mehr Besatzung. Gefährlicher gegen Entern. Oh, ich sehe schon. Delegardon ist da oben. Ne, Moment. So heißt das französische Kaff, wo der sich auffällt. Heimathafen. Ja, da wollten wir sowieso hochfahren. Das passt hier richtig gut. Der hat Dreierhängematten, Eisensparren, feinkörniges Pulver, Brigantin. Danke, Schatz. Wir gucken nochmal bei ihm her vorbei. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch für 200 Goldmünzen ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte für den vergrabenen Schatz des Piraten. Dingsbums. Das nehmen wir natürlich. Das ist beim Mörderkopf. Gegend nordwestlich von Puerto Cabello absuchen. Nordwestlich Puerto Cabello. Ich danke dir. Puerto Cabello waren wir doch vor kurzem erst. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Puerto Cabello, nordwestlich. Das wäre also hier diese Küste. Und da muss dann irgendwo dieser Kopf sein. Nochmal kurz einen Piratenschatz holen oder heben wir uns den auf? Fahren erstmal weiter. Ich glaube, wir fahren erstmal weiter. Ich will endlich mal ein gescheites Schiff. Nichts gegen die Schaluppe, aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Eine Fregatte wäre toll. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern klau dir eine. Ach du Schande, haben wir eine Menge Zeug zu tun. Naja, wird noch alles kommen. Komm, häng dich rein, du Händler. Ah, Delfin-Torpedos, weg mit euch. Nicht, dass sie uns rammen und das Schiff versenken. Ich traue der Schaluppe wirklich nichts zu. Ich glaube, du wurdest beschossen oder hast den Sturm volle Möhre mitgenommen. Beides nicht so ganz optimal. Cumania oder so. Wir fahren volle Möhre Richtung Riff.
Na, wir gucken mal. San Carlos. Das ist nur eine kleine Ortschaft, keine große Stadt. Die ist nicht direkt auf einer Karte. Können wir trotzdem mal gucken. Ein Schiffbauer gibt es hier auch. Da können wir das Ding reparieren. Und das hier werden wir auch reparieren müssen. Das hat gerade eben auf einem Riff ein bisschen Schaden erhalten. Aber in so einer kleinen Ortschaft gibt es keine Aufrüstung für uns. Sehr schade das. Trotzdem haben die hier eine Schenke. Und da gibt es ein paar Infos, hoffe ich. Wenn auch nicht viele Leute. Informationen von Port Royal. Ja, dann mal her damit. Luxusartikel sind nicht schlecht in Port Royal. Das könnte man aufschreiben, wenn man möchte. Jawohl. Port Royal. Super. Dann haben wir das auch. Ist ja kostenlos, die Info. Vielleicht interessieren, der Typ da, Nummer 5, beim Duell pfeilschnell zustoßen kann. Ach, hässlich. Das heißt, er hat eine Duellfähigkeit. Ah, super. Das heißt, da brauchen wir viel mehr Besatzung, um ihn wieder ein bisschen langsamer zu machen. Sonst piekst er mich auf. Das mag ich nicht. Wo mein Papagei ist, der fragt mein Pferd gerade, warum so ein langes Gesicht. Hä? Da fällt mir gerade ein. Uah, Riff ist doof. Ich wollte ja speichern zu Beginn der Episode. Spanisches Kaperschiff. Oh, das wäre was gewesen. Verdammt. Naja. Erstmal noch nicht. So, der Sturm ist hier vorbeigezogen. Dann gucken wir mal Cumaná oder so ähnlich. Mit dem Strichle drauf. Ja, könnt ihr hinkommen. Was hat der Schiffbauer hier? Bronzekanonen. Das ist mal nicht schlecht. Dann haben wir dann eine zweite Möglichkeit und müssen nicht so weit wegfahren. Nee, das war schlecht. Cumaná. Super. Und dann noch kurz die Schenke. Ach du Schande, was sind denn das für Trümmer? Tanzschuhe an. Diese Schuhe werden eure Tanzkünste verbessern für eine 2400 Goldstücke. Ja, klar. Du hast... Einer deiner Brüder hat mir doch erst diese Kalbslederstiefel verkauft zum Tanzen. Aber mit den Dingern, da bricht man sich doch die Beine. Lass mal gut sein. So, Schatz, was hast du? Redoutable. Fähiger Segelmacher befindet. I believe she's a French Brigantine. Bound for... Ah, okay. Sie glaubt, das ist eine französische Brigantine, die nach Cumaná fährt. Die werden wir aufmachen. Französische Schiffe wollten wir sowieso niedermachen. Brigantine passt. Der Piratenkapitän hat auch sowas. Da können wir uns das schon mal angucken. Und ein Segelmacher hilft uns extrem. Die kommt aus Martinique und fährt hierher. Redoutable. Na, schauen wir mal. Tochter des Gouverneurs von Puerto Cabello kennengelernt. Es heißt, sie sei eine echte Schönheit. Die habe ich leider noch nicht kennengelernt. Müssen wir wohl mal machen. Hallo, bist du eine Brigantine? Cumaná. Brigantine. Redoutable. 66 Männer, 16 Geschütze. Ich glaube, das könnte was werden. Die hat zwar mehr Geschütze als wir, aber wir haben mehr Männer. Ja, ich glaube, das probieren wir doch gleich mal. Let's go. Oh, das wäre eigentlich auch kein schlechtes Flaggschiff, oder? Was meint ihr? Wow. Au, hörst du auf. Wehren wir uns wenigstens mal ein bisschen. Oh Mann, ist das langsam hier gegen den Wind. Doch, ich glaube, die schnappen wir uns. Die können wir ein bisschen ausrüsten. Dann haben wir schon mal ein schönes Schiff. So kommen wir ein bisschen näher ran. Machen wir noch ein bisschen Besatzung nieder hier. 58, das ist schon fast okay. Na gut, dann gehen wir mal auf. Na, hörst du auf zu tanzen? Mit deiner Brigantine. Auf geht's.
will doch hier ein bisschen fechten, wenn es geht. Wir könnten das Schiff natürlich auch total demoralisieren. Haben wir das? Ach, sag mal, ich habe doch gedrückt. Na, vielleicht zu lange gewartet hier. Das passt. Okay, ich muss da wirklich warten, bis er pariert hat. Sonst gilt der zweite Tastendruck. Und das wäre schlecht. Sodale. Haben wir zwar ein bisschen was eingesteckt, aber das macht nichts. Wir haben ja Heilkräuter. Und mit den Heilkräutern können wir da das Gröbste durchstehen, würde ich sagen. Ein französisches Besatzungsmitglied ist ein fähiger Segelmacher, der auf See die Segel flicken kann. Er lässt sich rasch überreden, sich unserer Besatzung anzuschließen. Jungs, ihr macht das super mit dem Überreden. Dann haben wir hier ein paar Goldstücke mitgenommen. Super. Die Brigantin behalten wir natürlich. Wie gesagt, können wir ein schönes Flaggschiff draus machen und die Schaluppe verkaufen. Und der englische Gouverneur von Barbados würde uns eventuell befördern. Na, fantastisch. Da haben wir doch schon mal was. Dann gucken wir mal Margherita. Oh, Sturm. Sollten wir gleich mal in den Hafen. Nicht, dass die Segel total zerfetzt werden gegen Ende. Wenn ich das Buch jetzt auch noch richtig rum... So, haben wir das. Schiffbau als erstes. Hier kriegen wir 3er Hängematten. Das ist nicht schlecht. Jetzt müsste ich nur noch, wie das... Kaff heißt Margherita. 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 Fantastisch. Gut. Dann würde ich sagen, wir verkaufen die Schaluppe. Die ist jetzt nicht wirklich so überragend. Wir haben ja jetzt hier eine Brigantin. Oh, die hat auch schon Segel, Kupferpanzerung, feinkörniges Pulverkettengeschoss. Die ist schon richtig gut dabei. Die reparieren wir, geben ihr noch 3er-Segel. Das gute Stück hier verkaufen wir. Hat uns gut gedient, aber das soll dann erstmal reichen. Okay. Schande, das war ganz schlecht. Moment. Ah, das Ding sieht zwar super aus. Und ist inzwischen auch unser... Nein, Moment, das ist der Händler. Eben. Ich wollte hier im Status überprüfen. Das hier soll unser Flaggschiff werden. Die Brigantin ist unser Schlachtschiff. Flaggschiff meine ich. Ja, ist okay. Wie wir die nennen? Buh, das muss ich mir noch überlegen. Aber der Name wird nicht lange bleiben. Okay, und einen Segelmacher haben wir auch an Bord. Ansonsten, ihr seht, Ausrüstung haben wir noch jede Menge. Und Luxusartikel, 24 Kanonen. Ich wollte hier mal gucken. Brigantinen. Ist ein Kriegsschiff. 20 Geschütze maximal. Mittel, Mittel, Mittel. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir doch schon mal was Schönes. So ist das nicht schlecht. Okay, Hängematten sind notiert. Was macht denn der Händler hier? Ein Luxusartikel ist hier am besten. Das schreibe ich mir auch gleich mal auf. Nicht, dass wir das irgendwo noch vergessen. Wobei, Luxus haben wir fast überall. Nee, das schreibe ich jetzt nicht auf. Da haben wir überall... also Luxus haben wir so viele Häfen zur Verfügung. Da freue ich mich einfach drüber. Verkauft das Zeug hier. Wir können 4 Geschütze verkaufen. Mehr als 20 können wir sowieso nicht bestücken. Aber wir brauchen Nahrungsstücke. 4 Gold ist jetzt nicht so schlecht, aber Nahrung, wie gesagt, nehmen wir ein paar Tonnen mit. Sonst verhungern wir die Leute. Und dann hat der Händler auch wieder genug Gold, um uns die Luxusartikel abzunehmen. Super Sache das. Wie sieht's aus in der Schenke? Puerto Cabello? Ja, das wusste ich schon. Dankeschön. Ah, tote Hose hier. Ich sehe schon. Ui. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch eine Diamantenhalskette an.
Notch, denn dies wird euch dabei helfen, das Herz der Gouverneurstochter zu erobern. Für nur 2100 Goldstücke gehört zu euch. Leider habt ihr nur 1087. Ja, schade. Aber brauche ich auch nicht. Da habe ich erstmal wichtige Sachen. Dann kommt mal mit. Okay. Gut. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Und das müsste der letzte Hafen gewesen sein hier unten. Margarita, Cumaná, da waren wir überall. Trinidad hatten wir gesagt, lassen wir aus. Das heißt, jetzt geht's hier hoch. Ein bisschen auf Plünderfahrt. Nach 10 Monaten auf hoher See ist die Besatzung rebellisch. Beim Anwesenheitsappell zeigt sich, dass 25 Besatzungsmitglieder desertiert sind. Oh, denen geht's nicht gut. Die wollen demnächst den Schatz aufteilen. Ja, das können wir dann eigentlich auch gleich hier machen. Ja, dann machen wir das gleich mal. Hat ja so keinen Sinn. Es sind zwar eigentlich zu viele Besatzungsmitglieder, um den Schatz aufzuteilen, aber leider noch zu wenig, um eine Stadt zu erobern. Also gut, teilen wir die Beute auf. Oh Mann, als Kapitänslehrling beträgt, also unser 5%iger Anteil als Kapitänslehrling beträgt 54. Und die sind verärgert. Na, wenn die verärgert sind, können wir den Schwierigkeitsgrad nicht erhöhen. Aber es sind eigentlich zu viele Leute und wir haben zu wenig Gold. 1000 Gold ist einfach viel zu wenig. Wisst ihr was? Wir verkaufen dieses Schiff hier. Ah, müssen wir 14 Tonnen loswerden. Verdammt. Das gefällt mir noch überhaupt nicht. Na gut. Wie gesagt, die Maximus verkaufen wir. Und dann haben wir noch das Schiff hier übrig. Das ist ganz gut ausgestattet. Wenn wir die Beute aufteilen, verlieren wir ein Schiff sowieso. Jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir das Richtige behalten. Und ja, teilen wir die Beute auf. Dann kriegen wir nur noch 77. Die sind immer noch verärgert, aber mit so einer meuternden Besatzung kommen wir sowieso nicht weit. Und dann lassen wir das so. Na gut. Wir könnten uns jetzt zurückziehen oder als Lehrling weitermachen. Wir haben nicht genug Gold gemacht, um Schwierigkeitsgrad aufzusteigen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich dachte nicht, dass sie jetzt schon meutern. Ein bisschen früh. Jetzt müssen wir ein paar Monate warten, bis wir quasi eine neue Crew angeheuert haben. Das dauert ein bisschen. Super. So, da sind wir. Wir haben immer noch unser Schiff. Wenn wir mehrere gehabt hätten, wären die quasi mit der Crew weg gewesen dann. So passt das. Wir können mal in der Schenke gucken, ob wir noch Crew rekrutieren können. Ansonsten haben wir wieder unser Minimum von 40 Mann. Da holen wir uns nochmal 20 dazu. Das passt schon. Problematisch bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir den Status überprüfen, wir haben sehr wenig Gold. Da müssen wir was machen. Also gut. Als erstes würde ich sagen, wir speichern jetzt nochmal. Wir haben gerade eben die Beute aufgeteilt. Dann kümmern wir uns mal darum, dass wir ein bisschen Gold in die Kasse kriegen. Wir hatten hier bei Puerto Cabello irgendwo einen Schatz. Mörderkopf. Den suchen wir mal. Boah, guck mal, wie das Ding abgeht, wenn man in die andere Richtung fährt. So sollte das auch sein. Na, da sind wir ruckzuck da. Indianer greifen die Stadt Caracas an. Okay, hier gibt's einige zickige Eingeborene, möchte ich fast sagen. Na, das geht mich erstmal nichts an. Ich segle im Moment nur unter spanischer Flagge, damit mir hier unten nichts passiert. Getreidefrachter. Da haben wir den Mörderkopf, das heißt, wir gehen hier mal kurz an Land. Ja, ganz eurer Meinung. Wir suchen den Schatz. Wo finden wir den? Da haben wir einen Geysir. Das ist, glaube ich, auch auf der Schatzkarte drauf. Ups.
Ja, da hat sich das Spiel gerade verabschiedet. Bin ich ja froh, dass ich gerade eben erst gespeichert habe. Wir sehen uns sofort wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Jetzt muss ich nur noch gucken. So. Spiel läuft. Sehr gut. Wo sind wir? Ah ja. Alles klar. Wir müssen da noch ein bisschen hinmachen, aber wir sind wieder da. Ja, das mit dem regelmäßigen Speichern ist gar nicht so schlecht. Caracas wird immer noch von Indianern überfallen. Das passt alles. Nur noch mal sicher gehen, dass die Kriegszustände bestehen. Nein, die Spanier sind inzwischen nicht mehr im Krieg mit den Franzosen. Macht aber nichts. Wir können die Franzosen weiterhin niedermachen und uns gut mit den Engländern stellen. Im Zweifelsfall machen wir einfach alle nieder, machen Piratenflaggen drauf und dann passt das. Bevor ich mir jetzt aber der ganzen Welt den Krieg erkläre, möchte ich eigentlich vielleicht noch ein besseres Schiff und ein paar Leute mehr. Wäre nicht das Schlechteste. So, da haben wir wieder den Geysir. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Geysir, also im Prinzip, der ist rechts von uns. Wir müssten also hinter dem Geysir ein bisschen weiter nach Norden. Vor dem Inka-Tempel. Vor dem Inka-Tempel rechts. Das sollte passen. Da haben wir den Kopf. Da haben wir den Schatz. Ja, super. Ist ja gar nicht weit weg. Da haben wir den Inka-Tempel. Dann passt ja alles. Jetzt muss ich das mit dem Schatz aber auch lohnen. Der ist schließlich von der Nummer 5 der Piraten. Da könnte es schon mal fünfstellig werden. Hätte ich gar nichts dagegen. Sechstausend Gold. Na, immerhin besser als nichts. Und das für ein paar Stunden graben. Hat sich doch gelohnt. Da haben wir einen Holländer. Den könnten wir doch gleich mal niedermachen. Da freuen sich noch ein paar Spanier drüber. Und ja gut, ist nur eine Schaluppe. Ich habe jetzt auch nicht wirklich vor, den zu erobern. Ich habe vielmehr vor, den einfach nur zu versenken. Da hat er nur noch ein Geschütz. Ach, jetzt gibt er schon auf. Na, meinetwegen. 40 Leute von ihm wollen zu mir. Haha. Perfekt. Nehmen wir mit. Goldstücke passen. Das nehmen wir alles mit. Aber die Schaluppe wird versenkt. Dann bleiben halt Gewürze zurück. Das wäre nicht so toll. Okay, dann nehmen wir das alles mit. Jetzt wäre ein Hafen nicht schlecht, wo wir Gewürze gut verkaufen können und gleichzeitig auch noch unsere Hagelgeschosse kriegen. Hagelgeschosse habe ich notiert. Santa Uata oder so. Wenn ich meine Schrift jetzt noch lesen könnte, das wäre eine Sache. Die Weltkarte hilft weiter. Irgendwas mit Santa am Anfang. Meinetwegen Santa Claus. Santa Marta. Ach, das ist ein M. Okay, muss man dabei schreiben. Das ist allerdings weit, weit weg. Vorteil an der Sache ist, der Wind steht günstig. Nachteil, hier zurückkommen wird ein bisschen die Pest. Naja, ich würde sagen, für heute machen wir erstmal Feierabend. Wir haben viel erlebt. Wir haben die erste Beute aufgeteilt. Das Spiel ist das erste Mal abgestürzt. Bin ich froh, dass ich regelmäßig speichere. Und ich glaube, ich fahre offscreen gerade noch bis Santa Marta. Ich mache nichts unterwegs, keine Sorge. Da sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.